Hallo Leute, hier ist wieder McFisto 2051 und ich bin wieder bei Varuna. Labert er mir einfach in meine Anmoderation rein hier. Hallo Minecraft, willkommen bei Sky Factory. Mein Inventar ist leer, ich bin gerade gestorben, hier ist mein Lichtstrahl und ich bin gespawnt. Auf der Monsterfalle! Haben sich die Hexen begrüßt? Ich bin oben auf der Monsterfalle. Wir müssen gucken, ob es irgendwie hier Fließbänder gibt, damit wir die Monster da drin mal nach vorne schieben können. Hallo, ich bin auf der Monsterfalle. Helf mir erstmal hier runter. Was springen? Ja, und dann bin ich wieder tot. Dann lande ich wieder oben. Das klingt nach einem Perpetuum mobile. Naja, so ähnlich. Geh mal Richtung Farm für Essen. Ja? Stopp. Bau mal da auf dem Oakwood ein paar Steinchen hin. Oder auf die erste Reihe Birchwood. Warum? Und nimm einen Eimer mit Wasser. Auch keine Steinchen, ich mache einfach so das Wasser. Ja, aber dann läuft das Wasser ja überall hin. Scheiß auf die drei Fackeln. Wo haben wir denn den Eimer überhaupt versteckt? Hoffentlich nicht in meinem Grabstein. Ne, ich glaube in der rechten Truhe. Kommst du hier runter, so weit, so kurz fliegst du nicht. Ja, da passt. Wie weit fliegst das? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wo du bist. 7, stopp. Bisschen vor. Ja, so, das passt. Killt jetzt eine Fackel. Wow. Dann jede Menge Wasser. So ein Cheater! Rotz. Cheater! Also, ja, die Monsterwalle ist fertig, die funktioniert auch super. Da drin haben wir keine Zombies mehr. Ich hab eben alles getötet. Ah, ich bin gestorben bei dem Versuch. Die Monsterfalle wirft uns einen Haufen Zeug entgegen. Wir haben hier schon eine Kiste voll irgendwelches Zeug. Ja, wir brauchen bald mehr Kisten. Ich habe noch so viel Chamas dabei. Ja. Ich habe das jetzt. Das sind einfach die zwei unsortiert Kisten. Einfach alles, was kommt. Ja. Genau, so ist es. Ja, was haben wir denn noch? Ah, hier, Rare Looting Bag, den habe ich letztes Mal gekriegt. Da wollte ich reingucken, da habe ich nämlich cooles Zeug drin. Und ich farme in der Zeit mal noch ein bisschen Cobblestone, weil wir wollten den Generator verdoppeln. Genau. Ah, also da haben wir den Ender drin, ein Schwert von Ender Isle, ein Slime Crystal und zwei Fluix Crystals. Voll cool. Den Ender behalte ich natürlich. So, da haben wir noch ein bisschen Erde. Ja, nicht so, dass ich den schon gefunden hätte, aber egal. Und da ist ein. Was, hast du auch einen? Nein, ich hatte ihn gefunden, aber in der Tasche gelassen. Ist aber egal. Aha. Voll abgestaubt. Da hinten rennt schon wieder ein Enderman rum. Einer? Ich sehe zwei auf der Karte, obwohl der eine ist drüben bei der Baumfarm. Der andere ist hinten bei unserer Gemüsefarm. Okay, genau. Die Gemüsefarm wollte ich eigentlich jetzt ein bisschen ausbauen. Eine Spitzhacke ist kaputt. Ich habe nur eine. Aber das ist nicht schlimm. Ich brauche, glaube ich, nur ein Flint und dann repariere ich die einfach. Gucken, ob ich hier überhaupt den Tisch brauche oder ob man das überall reparieren darf. Man darf es überall reparieren. Perfekt. Können wir uns schon einen Blockbreaker bauen? Habe ich mir auch schon überlegt. Ich glaube nicht. Was fehlt denn da noch? Obwohl, es gibt zwei. Es gibt, glaube ich, eine einfache und eine schwierige Variante, den zu bauen. Ich glaube, der von Open Blocks ist relativ einfach. Ja, die Diamantspitzhacke, da brauchen wir halt drei Diamanten. Ich glaube, wir haben es schon auf einen Diamant gebracht. Den Eimer habe ich da hinten. Ich klopfe mal gerade den Enderman. Inver. Ja, aber der braucht ja, der Blockbreaker von Mine Factory Reloaded braucht ja Strom. Das haben wir ja überhaupt noch nicht. Deswegen versuchen wir es mit dem von Dingens. Bräuchten wir aber drei Diamanten und wir haben, glaube ich, einen. Wir müssten mal die ganzen Looting Bags aufmachen, in der Hoffnung, dass wir Diamanten drin haben. Ansonsten brauchen wir ein bisschen Holz und können uns ja mal Fässer machen für irgendwelchen Chamas, den wir ganz oft haben. Mhm. Ja. Mhm. Was wollte ich machen? Achso, das Wasser da hinten erstmal abeimern. Gib mir doch ein bisschen Cobblestone. Ich habe hier noch 21 Gravel. Auch sehr gut. Ich will hier nur das Wasser reinmachen. Ich hab den einmal wieder weggepackt. Oh. Cobblestone. Achso, ja. Hier hast du ein bisschen. Ja, wir hätten auch ein Ding bauen können mit Slabs. Da nicht. Solla. Hier ist Wasser weg.
Mach erstmal eine ordentliche Plattform nach hinten insgesamt. Das hier Ja, aber platzieren wir alles um. wir sind zu hoch. Dann müssen wir alles umbauen. Ist egal, das machen wir. Deswegen einmal ich das hier raus und. Nein, nein, nein. Ja, wir müssen alles komplett umbauen. Wir müssen auf die Höhe und hier muss Oakwood, Birchwood hin und so ganzes Zeug. Oh. Keine Ahnung, was du zählst und rechnest. Ich mache hier einfach weiter kaputt. Geil. Meine Pickaxe repariert sich jetzt selber. Plattform so aufzubauen. Ah, hast du, wie heißt das Moss drauf? Ja, Repair offiziell. Oh ja, es ist Moos. Red doch mal bitte deutlicher als hä mit mir. Ja, ich probiere zu denken. Das hört sich halt dann so. Okay, an. Kein Wunder, dass hä bei rauskommt. Jetzt habe ich's. Okay. Wie weit hast du die Plattform gebaut? Die unten sieht man halt, wie weit ich sie gebaut habe, wie sie rausguckt. Mit dem Hammer draufhauen. Den rechts kannst du lassen, den da. Oh, den hätte ich auch lassen können. Jetzt hier eine Menge Redstone hätten, könnte ich die Pickaxe schneller machen. Ja, dafür sollte man das noch nicht verschwenden. Ein Stone bauen Bonus und irgendwie wird sie langsamer mit der Zeit. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was dieser Stonebound-Bonus überhaupt ist. Weißt du das zufällig? Nein. Ob sie dann durch Benutzung schneller wird, wäre meine Vermutung. Kaputt. Warte, bleib unten. Sammel das Zeug noch auf. Okay. Uah, ich habe die Taste nicht richtig gedrückt und wäre fast runtergefallen. Okay. Interessant. Die Mobs, die oben runterfallen, fallen teilweise durch, hängen dann hier kurz in der Luft, bevor sie oben sterben. Ich bin auch mal gespannt, wann der Server überlastet ist. 8, 9. Oder 5 Stunden. Wie gesagt, ich habe den Server nur zum Laufen gekriegt, weil ich Fastcraft drauf habe. Und das tatsächlich dann ein bisschen weniger Speicherplatz frisst. RAM braucht, um zu laufen, alles Mögliche. Und viel besser läuft. Ja, das ist auch gut so. Also bisher finde ich, ist es eigentlich ohne Probleme. Ja, ne, er ist ja vorher nicht mal gestartet, der Server. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hm. Noch helles, wo eben hast du gesagt, du willst Oakwood machen, jetzt machst du Birchwood. Nein, nein, nein. Passt schon. Nein, hell hab ich gesagt. Meine ich jedenfalls, mich dran zu erinnern, ist ja egal. So, da hinten kommt jetzt die. Ja, und hier? Doch, den können wir wegmachen. Wir können den Obsidian wegmachen. Ja, womit? Es dauert halt ewig. Nee, kriegst nicht kaputt. Doch. Ja. Ich bin der Meinung, dass nein. Doch, doch. Du kannst ihn auch mit der Hand abbauen, aber irgendwo er droppt halt. Weil du die falsche Spitzhacke hast. Jetzt stehen drei rum. So, noch 5% und dann ist der Obstern endlich weg. 3, 2, 1 und guck, weg ist. Oh, ach, die Hexen spawnen ja, raus. Ich muss mehr schmelzen, damit ich einen Kopf draus machen kann. Ach, verdammt, Mist. Ich überlege mir die ganze Zeit, woraus ich hin. Kopf machen kann für meine Spitzhacke. Aua, wir haben so einen kleinen Ras-Zombie. Hey. Ich hab nichts. Oh, doch, ich hatte ja. Oh, wir haben Chicken, wir haben Chicken, wir haben Chicken. Soll ich Chicken hauen oder brauchen wir Chicken noch? Oh, ich habe ein Eisen bekommen. Oh, Hexen haben wir auch schon wieder jede Menge drin. Nein. Ihr backt die ganze Zeit Chicken, nach draußen. Chicken fällt runter.
Nein, doch nicht. Wir müssen Chicken einbauen. Oh, wir haben da drin einen Arsch voller Viecher. Chicken ist angebaut. Bin ich vergiftet worden? Nein, bin ich nicht. Aua. Irgendwie überleben zu viele Mobs, dass sie da runterfallen. Ja, das sind halt die Hexen und Spinnen. Sonst eigentlich nichts. Ich habe Chicken eingebaut. Wir können Eier farmen. Eingebaut? Ja. Muss man hier gerade über die Taste M hier irgendwo meine Todespunkte löschen. Waypoints. Death. Remove. Los. Muss erstmal noch ein bisschen Karotten farmen. So, haben wir jetzt. Hier haben wir Cobblestone. Ich baue jetzt schnell den Cobblestone, genau. Also. Ja, ich habe ja so einen Cobblestone-Generator schon mal bauen wollen. Als ich mit Shadow TS. Was haben wir da gespielt? Ich glaube. Das Minecraft 4 Pillar. Genau. Aber da hat es ja nicht geklappt. Da haben wir den ja. Da haben wir auch Obsidian produziert, glaube ich. Ne, da haben wir Cobblestone produziert. Weil wir die falsch angeordnet haben. Ich spiele jetzt Geburtstag. Geburtstag? Was kriege ich denn? Ne, ich spiele Geburtstag. Ich mache Geschenke auf. Ich dachte, ich krieg was. Papier, Limestone, Fleisch. So, eine Lederrüstung, noch eine Lederrüstung. Oh, Zertusquarz. Hast du den Eimer? Ja, den habe ich. Mit Lava ist er halt noch voll. Ja, gib. Cheap. Moment, wo habe ich den Eimer? Hier. So. Verbrenn dir nicht die Finger. Das ist immerhin ein Lava-Eimer. Sollte hier noch was kurz hinbauen. Gelorium. Einmal so. Was denn? Dann kommt okay. Hier Wasser hin. Ein entsafter Gedöns. Und dann kommt auf der anderen Seite auch noch mal Wasser. So, guckst du? Ja, sobald ich hier den ganzen Rotz aussortiert habe, abgeworfen, was auch immer. Oh, wir haben sogar. Tatsächlich schon Redstone. Was für ein Zeug, ein Namensschild. Leimball. Das kommt tatsächlich. So, da hinten die Kiste. Oh nee, jetzt ruft doch noch jemand auf dem Telefon an. Moment, das ist wichtig. Ganz kurz. So, ja. Mit Fisto ist am Telefon. Ich brauche hier mal noch den Cobblestone. Mach noch. 2, 3, 4, 5 Slabs. Und mach den Cobblestone-Generator noch ein bisschen sicher. Und zwar wollte ich dazu nicht in die Lava springen. Ich wollte nach unten. Nicht ertrinken, nicht ertrinken. Entschuldigung. Einen lustigen Anruf von meinem Bruder bekommen. Da habe ich gemacht, dann kann ich da noch machen. Ich habe total den Faden verloren und super Tränen in den Augen. Dauert ganz kurz, ich glaube, ich will einfach ein Päckchen auspacken. Ja, ich brauche was zu essen. Haben wir noch was? Ich habe Brot 27 Brote haben wir. Wie wär's denn mit verfaultem Fleisch? Nein, das hauen wir in die Dings da, Kiste. Gott, haben wir inzwischen viel verfaultes Fleisch. So, wir müssen auch die Folge gleich beenden. Deshalb würde ich dich bitten. Ja, ja, wir sind gerade erst angefangen. Wir sind bei 21 Minuten. Was? Schon wieder? Die Zeit geht immer um Fluge um. Ja.
Dachte, du beschleunigst irgendein Teil, dann wird es ja wieder kürzer. Naja, bei mir, aber bei dir nicht. Das ist egal, ich habe mal keine Limitierung auf eine kurze Folge. Ja, aber das reicht trotzdem. Da ist noch ein Slab, den nehme ich noch mit. Deshalb würde ich dich kurz bitten, dass du zum Cobblestone-Generator kommst, dann können wir den kurz vorführen gleich. Ja, ganz kurz. Ich schmeiß wirklich noch den Rest wieder ab. Ich muss auch noch mal. Dann mache ich die anderen Päckchen einfach für die nächste Folge auf und wenn irgendwas Tolles drin war, sage ich Bescheid. Scheiße. Was scheiße? Ich habe einen Cobblestone-Slab falsch platziert. Okay. Ja, toll, hier hast du ganz viele Steine und hier auf der Seite ist es kürzer. Ja, weil ich da keine mehr hatte. Du hast mir nur so wenig gegeben. Dann machen wir halt noch ein paar hier. Außerdem wird die Plattform hier so groß wie die drüben fürs Haus. Für ein Haus? Na, Haus müssen wir aufbauen. Hallo, das ist ein Skyblock. Also jetzt. Du machst bei dir drüben weg, ich mach hier weg. Achso, Augenblick. Ja, warte, ich mach grad noch die letzte Reihe, damit das hier einigermaßen gleichmäßig ist. Ja. So. So, wenn ich das richtig gebaut habe, kannst du den Block, auf dem du jetzt stehst, abbauen und drunter ist ein Slab. Dann kannst den, du auf dem ich jetzt stehe? Ja. Bei mir hat es funktioniert. Mach kein Slab drunter. Obwohl, ich stehe zumindest nicht in... Doch, ist ein Slab, ja. Ich stehe nicht in der Luft. Wenn du jetzt da drin bist, kannst du geradeaus nach vorne buddeln. Und es sollte... Scheiße. Verkackt. Warum? Warum denn? Das geht doch nach unten. Ja, aber nur ein Slab und nicht ein ganzes Feld, deswegen fließt es drüber. Bei dir auch? Da hast du es verkackt. Na, bei dir geht's doch. Ja, aber hier geht's nur ein Slab nach unten statt ein ganzes Feld. Oh, hab ich den Slab falsch platziert? Ja. Ach, so ein Kack aber auch. So, das ist der Fail der Folge Nummer 2. Varuna hat genau das falsch gemacht, was er mir gepredigt hat. Geh mal weg. Wir haben aber keine Lava mehr. Ja, aber jetzt geht's ein Block nach unten, oder? War das wirklich nur ein Slab nach unten? Ja, man hat's gesehen. Also ich guck dir meine Folge an. Ach Mensch. Man sieht halt ganz genau, dass du da zu wenig gemacht hast. Also dass es nicht runtergeflossen ist. Mit der Lava dauert eine Zeit lang. Ist das schneller? Aber dann in der nächsten Folge. Okay, ja, dann müssen wir... Dann darfst du in der Zeit nochmal den Obsidianblock mit deinem Kopf kaputt hauen. Ich mache den Obsidianblock weg und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis dann, Leute. Ciao.